Die Stadt Ronda thront auf einem beeindruckenden Felsplateau und wird durch die Schlucht Tayo de Ronda geteilt. Unsere Reiseleiterin gibt uns den Hinweis, dass es hier von der letzten Etage einen Panoramablick auf die Umgebung gibt. Eine Berglandschaft, die Serrania de Ronda, erschließt sich unserem Auge. Ja, von hier erblicken wir die älteste und am besten erhaltene Stierkampfarena des Landes. Zwei berühmte Toreros sehen Sie hier. Der Stierkampfarena kann auch ein Besuch abgestattet werden. Die wunderschöne Altstadt liegt direkt an der Altaya de Ronda Schlucht. Charakteristisch für Ronda sind die weißen Häuserfronten. In den malerisch verwinkelten und schmalen Gassen lassen sich die Häuserwände fast gleichzeitig mit den Händen fassen. Das historische Zentrum liegt südlich der Brücke Puente Nuevo, die die Alt- und die Neustadt miteinander verbinden. Die Stätte durchzieht eine tiefe Schlucht, die nur die Brücke Puente Nuevo verbindet. Sie errichtete man in den Jahren 1751 bis 1793 und sie zieht sich über eine 120 Meter tiefe und 90 Meter breite Schlucht. In der Schlucht ergießt sich der Rio Guadalquivir. Nicht umsonst ist sie Rondas Wahrzeichen. Die Brücke setzt sich aus vier Torbögen zusammen und ist ein Meisterwerk der Architektur. Die Brücke stellt Rondas wichtigste Sehenswürdigkeit dar. Aus unterschiedlichen Stellen lässt sie sich ablichten und filmen. Ronda ist für viele Touristen der Anziehungspunkt schlechthin. Bei diesem Mosaik bietet sich uns eine schöne Übersicht über die Stadt Ronda. Auf dem Rathausplatz im südlichen Teil der Altstadt befindet sich außerdem die wunderschöne Kathedrale Santa Maria la Maior. Über die Fußgängerzone erreicht man auch die Plaza del Socorro, an der unsere traumhafte Reise zu Ende geht.
In unseren Gedanken schwelgen wir nochmal zu der atemberaubenden und faszinierenden Brücke.